Und einen davon, den kann ich wohl entbehren. Und... natürlich. So geht's auch. Ja, Admiral ist auch tot. Alles egal, Hauptsache die Truppen kommen weiter. Bitte hier... hier rum. So rum. Gut. Edelwachen. Der Fischereihafen braucht nicht unbedingt ein. Aber hier will ich noch ein paar Truppen haben. Genau. Und in Amerika können wir noch ein bisschen Geld verpulvern. Zum Beispiel, indem wir die Plantagen noch weiter aufrüsten. Und natürlich auch ganz wichtig, die Gebäude, die jetzt auch schon teilweise wohlhabend sind. So, weiter geht's. Wobei, hier, den kann ich auch nochmal jetzt nochmal probieren. Agent exekutiert. Also das Pech da mit den Priestern, das ist wirklich unglaublich groß. Sehr, sehr schade, das Ganze. Natürlich. Hauptsache, ihr habt weiterhin keine Truppen. Großkolumbien, hallo, herzlich willkommen in Hindustan. Pennsylvania, ein weiterer Agent. Alles schön und gut. Jo. Ein guter Vier-Sterne-General. Und jetzt auch die Maxi mal großen Gebäude. Ich baue nochmal das. Ne, rüste ich nicht auf. Hab kein Geld dafür. Blitz ist elektrisch. Ja, Potz Blitz. Da wäre ich jetzt nicht im Traum aufgekommen. Aber damals war das natürlich eine Riesenentdeckung. Gar keine Frage. Wir marschieren weiter auf Hindustan, während die hoffentlich ahnungslosen Maraten weiter wursteln. Ja, weiter geht's. Und da haben sie langsam auch sicherere Häfen. Hier kann ich gleich auch noch die Schule aufrüsten. Kanatica natürlich auch das Produktionsgebäude. Die maratischen Flotten haben sich zunächst vorübergehend zurückgezogen. Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Hä? Was war das denn? Säkularer Humanismus. Oh, das ist sehr gut. Auch für unsere Zufriedenheit hier in Indien. Weil die Leute jetzt weniger religiöse Unruhe haben. Katholizismus verbreitet sich in Karnataka. In Orissa und Sassas leider noch nicht. Ceylon wird blockiert. Mhm. Gut, kann ich jetzt leider nichts gegen machen. Auch schon mit 6625 Provinzwohlstand. Ne, ganz große Masse eigentlich. Hm. Machen wir 6 mal Infanterie. Ihr macht da mal weiter mit. Ja. Mit den austauschbaren Teilen. Die bringen unglaublich viel. Geringere Unterhaltskosten, mehr Städtewohlstand. Das finde ich immer gut. Und der Marsch auf Hindustan geht hoffentlich ungebrochen weiter. Beral, ja, das ist klar, das, jetzt gelingt gar nichts mehr. Beral lassen wir links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und was in die Luft sprengen vielleicht, als Begrüßung. Nein, natürlich nicht. Da ist eine kleine Armee, die soll uns aber nicht stören. Weiter geht's. Sollten wir gleich Hindustan so erobern können, dann wird auch wieder kurz ein Bildschirm gezeigt mit den Kampagnenzielen, die man dann erreicht hat. Und ich werde dann das Spiel erstmal vorläufig beenden, dann wieder verdeckt weiterspielen erstmal und dann die letzten beiden Runden oder so nochmal zeigen, so wie ich das auch mit dem Osman-Let's Play gemacht habe. Gestern war der letzte Part veröffentlicht worden von mir und dann habe ich auch Zeit, mir zu überlegen, was ich als nächstes Let's Playen möchte. Es wird nicht Empire Total War sein, es wird irgendein anderes Spiel sein, welches könnte ich nicht mal verraten, weil ich noch nicht weiß, welches es sein wird. Das werde ich sehr kurzfristig entscheiden müssen. Obwohl wohlhabende Städte, die schreit nach Aufrüstung. Fette Fabriken, immer her damit. Oberkanada 8600, Neufrankreich 7800. Also Oberkanada ist jetzt vorbeigezogen an anderen nordamerikanischen Gebäuden, Provinzen. Und Westfalen hat jetzt auch den Poter. Hä, die waren doch schon mal vernichtet. Nee, Württemberg wurde vernichtet. Westfalen jetzt auch in Hannover. Das war nur eine Frage der Zeit, meiner Auffassung nach. Aber, jo. Jetzt vielleicht ein bisschen. Na, nächste Runde vielleicht. Gut. So, und jetzt kommt der Moment, wo wir uns Hindustan mit deren Hauptstadt Akkarbadat schnappen werden. Kampflos wie möglich. Ganz genau. Unser Agent wurde noch exekutiert. Und wir haben die Kampagne erfolgreich beendet mit Frankreich. Sie haben ihre Kampagnenziele erfolgreich erfüllt. Verteidigen Sie diese Eroberung bis zum Ablauf der vorgegebenen Zeit. Und der Sieg ist der Ihre. Besten Dank. Wir haben Hindustan erobert. Und halten damit jetzt alle Kampagnenziele auf der ganzen Welt. Deutlich mehr Siegprovinzen als nötig. 42 statt 30. Und alle 17. Wir halten New York, Neuengland, Hindustan frisch erobert. Ligurien, Frankreich, Ägypten, Cherokee-Territorium, Neufrankreich, Michigan-Territorium, die Inseln unter dem Winde, Flandern, Korsika, Savoyen, Orissa und Cessars, Pennsylvania, Algonquin-Territorium und Carnatica. Herrliches Grün, Frankreich ist Weltmacht und ja, das übrig gebliebene Geld kriege ich hier kaum zusammen. Aber ich mache jetzt erstmal hier diesen angesprochenen Cut gleich, nachdem ich hier ein bisschen mir noch zusammengestunken habe. Oh, Moment. Großkolumbien. Hat einen Handelshafen. Sehr schön. Dann probieren wir es doch gleich mal. Zu denen haben wir sogar normale Beziehungen. Nee, das machen sie nicht. Das will ich aber eben noch schaffen. Also ein Handelsabkommen mit Großkolumbien. Spanien, wichtige Freunde von uns. Vielleicht handelsbereit. Nee. Sind sie nicht. Also schade, aber ich habe ja hier gerade eben verrückte Fabriken gebaut, die kein Mensch braucht. Damit kriege ich sicherlich das Handelsabkommen mit Großkolumbien hin. Und ich kriege damit auch ziemlich sicher einen Friedensvertrag mit den Maraten. Ich sage, bist du blöd? Ich will unbedingt mit dir handeln. Militärisches Bündnis? Nee. Das ist mir zu doof. Dann nicht. Reisen erstmal die Universitäten und Ashrams ab. Hier haben wir noch einen Baumwollertrag mit normalem. Baumwollplantage mit normalem Ertrag, wollte ich sagen. Noch eine Uni. Und das ist aber in Bengalen. Okay. Sowas. Okay, also das ist jetzt merkwürdig, dass wir hier Großkolumbien kein Handelsabkommen andrehen können, aber vielleicht den Maraten ein Friedensabkommen. Das wäre doch mal was. Na,
Yeah, Lower Louisiana, nee. Lass mich bloß in Ruhe. Ich werde es dann weiter probieren. Wenn ihr nicht dabei seid. Na, jetzt machen sie es, alles klar. Also. Frieden mit den Maraden, überhaupt gar keine Kriege mehr. Und die Eroberung von Hindustan beschließen also erstmal dieses jetzt recht hektisch zu sagen, zu Ende gegangene Let's Play. Und ich brauche erstmal eine kleine Pause von Empire Total War und werde dann bald, aber in den nächsten Tagen, auch die Franzackenkampagne schön zu Ende spielen. Und die wird dann sicherlich ähnlich wie bei den Osmanen ein, zwei Runden vor Ende der Kampagne nochmal anlaufen. Und ich werde dann die letzten Minuten nochmal zeigen. Vielleicht mache ich noch ein paar Eroberungen, das glaube ich aber eher nicht. Das habe ich bei den Osmanen schließlich auch nicht gemacht. Und diese indische Musik, geben sowas dann auf den Leim, das gibt's gar nicht. Oh, so ein Gedudel. Fast so schlimm wie die Panflöten Nordamerika, wirklich. Die Polen, die sind wirklich stark hier. Ich bin mal gespannt, wie das in der Zwischenzeit noch sich mit den Polen entwickelt, aber ich schätze mal, dass man sie immer wieder Frieden abkaufen kann. Ansonsten macht man die halt auch mal platt ein, zwei Mal und dann haben sie in der Regel ihre Lektion gelernt. Auch die Briten, die haben wir sehr stark dezimiert gehabt. Die müssen sich überlegen, was sie überhaupt noch hier wollen. Denn wir sind eindeutig überlegen. Sie haben ihre gesamten Amerika-Besitzungen verloren. Sie haben auch keine Indien-Besitzungen aufbauen können. In Amerika sind wir ganz klar die Nummer 1. Unangefochten. Selbst auf Jamaika ist der Katholizismus am Blühen. Obwohl hier der Knaller von uns gestorben ist. Curaçao ist auch katholisch. Das hatten vorher die Niederländer besetzt. Das wisst ihr alles. Und ich verabschiede mich erstmal aus diesem Let's Play. Und werde dann ebenso wie bei den Osmanen nochmal ganz kurz vor Schluss reinschalten. Aber ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Auch wenn es zum Schluss ein bisschen hektisch war, das muss ich selbst zugeben. Aber am besten gefallen mir bei den eigenen wie auch bei anderen Let's Plays und auch bei Empire Total War bei der Spielweise insgesamt immer die ersten Runden und nicht so sehr die spätere Zeit, weil die ersten Runden schlichtweg auch am herausforderndsten sind. Wir hatten einen großen Krieg mit Großbritannien, wir hatten kleinere Kriege, vor allem hatten wir auch Kriege gegen die Indianer, jetzt zum Schluss gegen die Maraden, gegen auch Polen, natürlich gegen die italienischen Stadtstaaten ganz am Anfang, Savoyen, Ligurien und den Papststaat, italienische Staaten, wenn man so will. Es war ein sehr schönes Let's Play. Dieses Frankreich-Let's Play hat mir viel Spaß gemacht und Frankreich ist sicherlich auch ein Volk, was in Empire Total War zu den Stärkeren gehört, vor allem in der Kampagne, in den Schlachten gar nicht mehr unbedingt, aber durch seinen schnell verfügbaren Reichtum, seine grandiosen Handelsrouten und seine perfekte Ausgangslage auf dem amerikanischen wie auf dem europäischen Kontinent, haben die eben alle Möglichkeiten der Welt zu expandieren. Also Frankreich ist eine der leichtesten Nationen, wenn nicht die leichteste überhaupt. Wobei Preußen, glaube ich, da noch leichter ist. Es war auf jeden Fall wesentlich leichter, mit den Franzosen zu spielen, als mit meinen lieben Freunden, den Türken, alias Osmanen. Guck, da geht nichts mehr. Selbst solche publiken Sachen schaffen die Agenten nicht. 72% Chance, klappt nicht. Gut, also französische Agenten haben offensichtlich bei mir gar nichts zu melden. Das ist bestimmt auch richtig jetzt, oder? Ja, nicht mal das klappt. Aber egal. Die Osmanen haben übrigens wieder Anatolien zurückerobert. Also vielleicht geht sie ja auch nochmal rund. Das werden wir dann ja in ein paar Runden sehen. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.